Wir sind die Black Forest Tuner. Wir uns gibt es seit 2015. Wir sind ein Zusammenschluss für Freunde. Und ja, wir haben vor 3 Jahren gesagt, wir machen jetzt ein Treffen, weil da unten gibt es fast nichts bei uns im Raum. Und die Tuner müssen einfach zusammenhalten, deswegen organisieren wir jedes Jahr das Treffen. Es wird jedes Jahr ein bisschen größer. Bis jetzt, 12 Uhr mittags, haben wir 200 Autos vom Platz knapp. Wir rechnen nochmal mit so viel circa. Und wir werden einfach, dass der Zusammenschluss noch größer wird bei uns in der Szene, dass alle mehr zusammenhalten. Dankeschön. Das Wichtigste an der Ratte ist, dass ein Thema dahinter steckt. Also bei meiner Ratte ist das jetzt Thema Bundeswehr, wie man sieht. Schnato-Oliv mit Schwarz und hier hat der Frosch fürs Braune, also im Prinzip Tarnlook. Und bei der Bundeswehr macht sie immer gerne ein bisschen feste, wie man hört. Mit dem ist kompletter Ausbau drin, nur noch ein Zweisitzer, komplett alles voll mit Anlage. Dachgepäckträger gehört meistens dazu und immer ganz wichtig die Ladungssicherung. Hi, ich bin Boris Schröder und das ist Subaru Impreza, Baujahr 2002. Ist ein umgebauter auf japanische Chargespeed-Stoßstange und Bodykit mit original Cybern-Carbon-Motor aus den USA. Hat sehr viele Modifikationen für die Rennstrecke, ist alles zugelassen soweit und ja, bietet halt recht viel. Die Front ist komplett umgebaut auf 2004er Front und sonst soweit Originallack, hat man aus erster Hand gekauft gehabt vor 7 Jahren und ja, ist eine gute Basis gewesen und konnte viel draus machen. Irgendwo hängen geblieben an dem Auto. Sonst habe ich die Autos 2 Jahre gefahren, 3 Jahre. Ihnen ganz bewusst nennt ihr euch Tuner und nicht Pauser. Gibt es da einen Unterschied? Ja, das ist ein meilenweiter Unterschied. Die Tuner, wir legen keinen Wert auf Rase. Klar, man kann mal schnell fahren, aber es muss alles gemäßigt sein. Wir haben Spaß und Freude am Schrauben. Wir hocken gern zusammen, quatschen über Autos und dann gibt es die Pauser. Die meinen, sie müssen durch die Städte heizen mit 60, 70. Die meinen, sie müssen überall ihre Reifen durchdrehen lassen, ihre schwarze Streifen ziehen. Das sind wir nicht. Und die werfen schlechte Lüfter auf die Szene und wir wollen einfach zeigen, dass es auch anders geht. Der Anlass. Der muss ja den Kompressor laufen lassen, oder? Druck aufbauen.